Während wir einen Bitcoin-Crash erleben, kauft BlackRock heimlich mehr Bitcoin und genießt das schöne Leben. Während wir von einer Klage der Börsenaufsicht der USA abgelenkt werden, kauft BlackRock heimlich mehr Bitcoin. Und nicht nur die, sondern auch viele andere Banken. Das ist passiert. Die jüngsten Entwicklungen in der Krypto- und Finanzbranche haben gezeigt, dass einige der größten Banken und auch Vermögensverwalter und Finanzinstitutionen auf der Welt immer mehr und mehr Bitcoin und Bitcoin-bezogene Produkte kaufen bzw. dort investieren. Und das konnten wir bei MicroStrategy, MSTR, sehen. Und MicroStrategy ist als Unternehmen dafür bekannt, dass sie den größten institutionellen Besitz an Bitcoin halten, mit 140.000 Bitcoin insgesamt über 3 Milliarden Dollar wert sind. Und das haben auch BlackRock und andere erkannt und angefangen, im ersten Quartal 2023, also vor kurzer Zeit, in MicroStrategy zu investieren, was auf ihr wachsendes Interesse an Bitcoin hindeutet. Und nicht nur das, das stimmt interessanterweise genau mit der Klage der Börsenaufsicht der USA überein, die jetzt dazu geführt hat, dass es zu einem Marktcrash bei Bitcoin und Krypto gekommen ist. Die Frage ist, ist das jetzt, damit BlackRock weiter günstig Bitcoin kaufen kann? Und setzt BlackRock nicht nur auf ESG-freundliche Unternehmen? Warum kaufen sie dann Unternehmen, die mit Bitcoin zu tun haben? Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Lass uns dazu gleich tiefer in den BlackRock-Kaninchenbau eintauchen. Im Grunde genommen sind sie nicht die einzigen, die still und heimlich MicroStrategy-Aktien akkumuliert haben. Und was zusätzlich noch interessant ist, der Vorsitzende der Börsenaufsicht der USA, Gary Gensler, hat in 2019 eine Kryptowährung sogar beworben. Schaut euch das hier an, das ist extrem wichtig, um das Ganze zu verstehen, was hier gerade vor sich geht. Cal is Algorand. He's a professor over in the Computer Science and AI Lab and Turing Award winner. He's got a company that has an interesting thing. It's like a jury selection. It's like picking somebody for the jury that's picking this short group of 12 nodes that might do something. And every block has that selection process, but then there's another broader group that then can check the work of the jury. So often there's kind of a second automated way because trust isn't there, ensuring that there's a quick second check. Do they decide guilty or innocent correctly, so to speak? Again, I apologize if I'm a little oversimplifying Silvio's brilliant work, but it's... Das war vermutlich nur, weil es nicht Bitcoin war. Doch was ist jetzt gerade passiert und warum könnten wir gerade eine große Bitcoin-Manipulation am Entstehen sehen? Die Bank von Amerika, die zweitgrößte Bank in den Vereinigten Staaten von Amerika, mit einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar und die über 3 Billionen Dollar an Assets Under Management, AUM, verfügen, diese hat ihre Beteiligung an MicroStrategy im ersten Quartal 2023 um sagenhafte 47.000% oder über 47.000% erhöht. Sie haben über 86.000 MicroStrategy-Aktien gekauft, was einen erheblichen Anstieg ihrer Beteiligung an dem Unternehmen letztlich darstellt. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter mit über 10 Billionen Dollar an verwalteten Vermögen, hat ebenfalls in MicroStrategy investiert. Tatsächlich hat BlackRock einen Anteil von 8,1% an MicroStrategy. Und das ist ein Wert von über 156 Millionen Dollar, was dreimal größer ist als der Anteil der Bank von Amerika. Und eine andere bemerkenswerte Institution, die hat ebenfalls in MicroStrategy investiert und das ist Fidelity. Fidelity ist ein Unternehmen mit über 4,5 Billionen Dollar an verwalteten Vermögen und die haben ihre Beteiligung an MicroStrategy um 28.000% erhöht bzw. darüber und die halten nun über 1% an den Unternehmen. Und all diese Unternehmen können noch nicht offiziell Bitcoin kaufen, machen das aber über die Hintertür und das machen sie über MicroStrategy. Und ich möchte, dass das noch einmal deutlich wird. Im Grunde genommen sind die Käufe von MicroStrategy erst vor kurzem geschehen, also von BlackRock und von den anderen. Die Anstiege von über 47.000 und über 28.000% der Bank von Amerika und Fidelity, nochmal, die Bank von Amerika kaufte im vorangegangenen Quartal, also Anfang 2023, über 226.000 MicroStrategy-Aktien, was einem Wachstum von über 47.000% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Und Fidelity erhöhte seine Beteiligung an MicroStrategy ebenfalls im letzten Quartal, indem sie knapp
100.000 Aktien von MicroStrategy kauften, was einem Anstieg von über 28.000% gegenüber dem Stand im vierten Quartal 2022 entspricht. Hier ist doch irgendetwas faul, oder? Diese massiven Investitionen in MicroStrategy werfen natürlich die Frage auf, warum die Banken und Vermögensverwalter nun Aktien von MicroStrategy kaufen, die mit dem Bitcoin-Preis korreliert, insbesondere angesichts der jüngsten Klagen der Börsenaufsicht der USA und der Operation Chokepoint 2.0. Ihr müsst erstmal wissen, was ist Operation Chokepoint? Und das war ursprünglich ein Programm, das 2013 vom US-Justizministerium eingeführt wurde und darauf abzielte, trügerische Geschäftspraktiken zu bekämpfen, indem es Banken und Zahlungsverarbeitungsunternehmen davon abhielt, mit bestimmten Hochrisikoindustrien Geschäfte zu machen. Und dieses Programm wurde jedoch 2017 eingestellt und jetzt gibt es Operation Chokepoint 2.0. Das ist eine Maßnahme der beiden Regierungen, die darauf abzielt, Banken davon abzuhalten, mit Kryptofirmen Geschäfte zu machen. Beziehungsweise sie fokussieren sich auf Kryptounternehmen und das wird nochmal sehr, sehr interessant. Das Ganze gilt sowohl für traditionelle Banken, die Kryptokunden bedienen würden, als auch für kryptozentrierte Unternehmen, wie beispielsweise Coinbase oder Binance, die versuchen, Banklizenzen zu erhalten. Und diese Aktionen werden von verschiedenen Behörden koordiniert, der Fed beispielsweise, der FDIC oder der OCC. Und die Bedenken bezüglich dieser Maßnahmen sind, dass Banken die Einlagen von Kryptokunden entgegennehmen, Stablecoins ausgeben, Kryptoverdienste anbieten oder versuchen, Krypto als Hauptbestandteil zu halten, in jüngster Zeit von den Regulierungsbehörden stark unter Druck gesetzt wurden, wie wir das bei Binance und Coinbase sehen konnten. Und obwohl die Behörden nicht ausdrücklich Banken verbieten, Kryptokunden zu bedienen, wird im Grunde genommen, was wir gerade sehen können, deutlich, dass die Ausgabe von Stablecoins auf öffentlichen Blockchains stark entmutigt oder effektiv verboten wird. Und das hat auch zu dem Crash bei Bitcoin geführt und bei den Kryptowährungen. Aber warum kaufen jetzt all die Vermögensverwalter und Banken MicroStrategy-Aktien, insbesondere wo BlackRock sich in der Tat dazu verpflichtet hat, nachhaltige Investitionen zu fördern und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Das Ganze wird oft als Engagement für ESG, also Environmental, Social and Governance, bezeichnet. Und eine mögliche Antwort könnte sein, dass, da es in den USA kein ETF gibt, also kein Bitcoin-ETF gibt, der Kauf von MSTR, also MicroStrategy, für einige US-Investoren der einfachste Weg ist, um sich Bitcoin zu sichern. Insbesondere aufgrund der Performance von Bitcoin, wie wir das auch sehen können. Ihnen ist definitiv bewusst, dass Bitcoin viel besser performt als andere Vermögenswerte, insbesondere gegenüber Aktien und auch Edelmetallen. Diese Investitionen kommen zu einer Zeit ans Tageslicht, in der der Bitcoin-Preis um 60% gefallen ist, was darauf hindeuten könnte, dass diese Banken eine Erholung des Bitcoin-Preises antizipieren und dass die Klage der Börsenaufsicht der USA genau zum richtigen Zeitpunkt letztlich gekommen ist. Die Banken und Vermögensverwalter wollen vermutlich ihre Taschen nur füllen, um mehr Kontrolle über Bitcoin zu bekommen. Tatsächlich hat eine Bank mit einem Vermögen von 700 Milliarden Dollar kürzlich vorhergesagt, dass Bitcoin im Jahr 2024, also das nicht mehr lange hin, sogar die 100.000 Dollar erreichen wird, was mehr als eine Verdreifachung vom jetzigen Preis darstellt. Zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen. Die massiven Investitionen dieser Banken und Vermögensverwalter in MicroStrategy und damit indirekt in Bitcoin ist ein sehr, sehr starkes Signal für das wachsende institutionelle Interesse an Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen. Fakt ist, BlackRock ist eines der größten Investitionsunternehmen der Welt und verwaltet eine enorme Menge an Vermögenswerten. Das bedeutet natürlich auch, dass sie einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmen haben können, in die sie investieren, durch Dinge wie die Ausübung von Stimmrechten bei Aktionärsversammlungen und so weiter. Die Frage ist daher, wie groß ist der Einfluss auf Institutionen wie die Börsenaufsicht der USA? Im Grunde genommen ist es nämlich schon verdächtig, dass sie angefangen haben, mehr Bitcoin zu kaufen, beziehungsweise sich mehr Zugang zu Bitcoin zu verschaffen. Und kurze Zeit später gibt es dann eine Klage der Börsenaufsicht der USA gegenüber Kryptobörsen. Und zugleich wissen wir, dass Vermögensverwalter wie BlackRock, die in Banken investiert sind, doch ebenfalls Banken ein großes Interesse an Bitcoin haben. Daher müssen wir uns die Frage stellen, geschieht hier gerade etwas, um das Interesse der Banken in Bezug zu Bitcoin gerade zu sichern?